Ja, falls PowerPoint bei dir noch nicht im Dock sein sollte, so findest du es unter Programme Microsoft Office 2011 PowerPoint. Am besten siehst du es gleich in den Dock. Mit diesem Fenster wirst du jeweils begrüßt. Ich klicke auf Weiter und hier hast du schon mal einen Überblick über alle möglichen Designs. Ich wähle im Moment einfach ein normales weißes und du siehst die Benutzeroberfläche, die sehr stark auch eben verwandt ist mit den anderen Office-Produkten wie Word oder Excel. Du hast im Hauptfenster die im Moment aktuelle Folie. PowerPoint muss man sich als Foliensammlung vorstellen. Auf der linken Seite hast du die Folien in der Reihenfolge, die du selbstverständlich jederzeit ändern kannst. Du hast in diesem Menüband die wichtigsten Befehle, die je nachdem eben auch angepasst werden, je nachdem was gerade ausgewählt wird. Und dahinter verschiedene Reiter eben mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Dann oben wie üblich das Menü. Mit manchen Befehlen ist man fast schneller übers Menü bzw. über die entsprechenden Kurzbefehle, die du jeweils neben dem Befehl siehst. Ja, nun legen wir aber los. Im Moment lassen wir die Gestaltung völlig beiseite. Wir konzentrieren uns auf den Inhalt. Das ist ja letztlich das Wichtigste. Und die Gestaltung ist anschließend das Sahnehäubchen darauf. Claude Monet und der Untertitel wäre Leben und Werk. So, die Titelfolie ist schon bereit. Jetzt brauchen wir eine nächste Folie. Du kannst einfach auf Neue Folie klicken, beziehungsweise aufs Dreieck nebenan und da hast du schon eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten. Ich wähle für die zweite Folie zwei Inhalte, zweispaltig könnte man auch sagen, und ergänze das mit Inhalt. Das sogenannte Layout der Folie kannst du jederzeit auch nachträglich wieder ändern. Du hast hier über diesen Befehl Layout die Möglichkeit, diese Folie anders zu strukturieren. Ja, du siehst, mir fehlen jetzt noch zwei Sonderzeichen, das Sternlein für die Geburt und das Kreuz für den Tod. Du magst dich sicher erinnern, wir haben im Zusammenhang mit der Systemeinführung diese Zeichen- oder Tastaturübersicht gehabt. Mit der Tastaturübersicht bekommst du ein Abbild der Tastatur und mit den entsprechenden Sondertasten siehst du, was da passiert. Also das Sternchen, das ist Umschalt 3 und das Kreuz wäre Alt T. Weitere Sonderzeichen findest du unter Zeichenübersicht einblenden, wie Pfeile und so weiter, falls du das brauchen solltest.